Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich muss dich herzlich hier zur nächsten Folge von The Jedi Command World War 2. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Ist schon ein paar Tage her, wo ich die letzte Folge gemacht habe, aber das ist ja eigentlich... sind wir so kurz davor zu gewinnen. Also Russland will ich auf jeden Fall noch plätten. In den Aufnahmen. Stimmt, USA hat hier letztes Mal gelandet und hat fast Algerien platt gemacht. Da hat man direkt ein algerisches Korps bekommen. Aber sonst ist eigentlich nichts Großartiges passiert. Wir hatten da was befreit. Hier sind wir angegriffen worden von dem hier. Wir werden so, so, so. Dann können wir das nächste Runde sowieso schon erobern. Zack. Können wir noch was machen? Also, wir müssen jetzt eigentlich wieder strukturiert vorgehen. Ich drücke schon wieder ganz wild durch die Gegend. Hier müssen wir später mal gucken. Ja, hier, das sollte aber in den nächsten paar Runden möglich sein. Leningrad ist ja schon gefallen. 45%, ja, das ist eigentlich noch mehr, als ich gedacht habe mit Leningrad. China ist ja immer noch nicht weg. Ja. Gut, dann machen wir unseren ganz, ich sag jetzt mal, traditionellen Weg. Alter. Unterstellen. Geh du mal wieder nach da, meinetwegen. So. Mogadischu. Ja, mehr kann ich hier eh nicht machen. Aber ich könnte hier einen Test machen. Das ist eine gute Idee. 4. 5. Also hier ist eigentlich besser, sich zu positionieren. Aber wenn ich dem einen mehr gebe, gibt er dem mehr hier ab. Das will ich später... Ne, macht keinen Unterschied. Okay. So. Ja, hier Algerien ist im Arsch. Da werde ich eh nichts tun können. Wir können mal kurz... Ach, das machen wir gleich. Eins nach dem anderen. So. Jetzt gehen wir mal um die kleinen Dinger an sich hier kümmern. So, das haben wir erledigt. Den müssen wir eigentlich noch schießen. Haben wir ein U-Boot? Wo ist das U-Boot hin? Ah, da ist das U-Boot. Oh. Egal. So. Also, wir könnten theoretisch schon mal eine hier landen. Dann könnten wir uns hier langsam so runter bewegen. Weil das hier unten ist ja sehr wichtig, aber damit würden wir ihn schon mal ein bisschen ablenken. Macht aber keinen Sinn, weil da schon eine Einheit steht. Okay. Dann lassen wir das lieber sein. Schauen wir nach da. Du fährst nach da. Hier müssten wir vielleicht nochmal gucken. Da müssten wir irgendwie gucken. Kriegen wir das noch diese Runde hin? Hat jetzt nicht funktioniert. Ne, diese Runde kriegen wir das nicht mehr hin. Ich kann mich aufwerten, ich kann mich aber aufwerten, alles klar. Dafür U-Boot-Jagd. Ja, fahren wir einfach hier hin. Das passt schon. Dich fahren wir mal hier hin. Weil das wir hier eventuell zwei... Obwohl, das wäre viel sauber, ne? Der müsste hier hin mit. Aber ist schon in Ordnung so. Okay, du wirst jetzt mal hier in die Nähe von fahren, weil ich dann hier unterstützen kann, dass ich den da weiter runterbomben kann. Du, das Schlachtschiff, fährst jetzt mal mit nach hier. Passt. Ich komme da nicht dran. Hervorragend. U-Boot-Jagd haben wir. Okay, dann kann ich hier ranfahren.
Natürlich, ich krieg den Schaden eher nicht. Nice. Läuft. Ja, Angriff ist durchgeführt, ne? Also jetzt hat er keine Versorgung. Keine Versorgung mehr. Jetzt müsste er ja eigentlich langsam sterben. In der Hoffnung, okay. Aber dann kann ich dieses Schiff hier mal verwenden. Ich weiß jetzt gerade nicht, kann ich trotzdem landen? Ja, kann ich. Dann haben wir Midway wenigstens eingenommen. Das gefällt mir ja schon mal. Ich könnte vielleicht sogar auf Wake ein bisschen verzichten. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich auf der Honolulu oder Hawaii direkt landen, wo ich jetzt gerade mal so dabei bin. Hier, du kannst nichts machen, da unten sind wir eh noch dran. Okay, okay, okay. So, du rückst mal vor. Das passt. Oh, ein Viererangriff, das ist hervorragend. Einfach keinen Nachschub aufs Verrecken nicht, ne? Ja, gut. Wir müssten wahrscheinlich hier irgendwo anlanden. Ja. Genau das müssen wir tun. Irgendwo mal anlanden hier. Vielleicht nach da oder so. In der Hoffnung, dass wir da reinkommen direkt. So, dann schauen wir mal. Du kannst erstmal bombardiert werden. Mittlerer Bomber, taktischer Bomber. Er hat zwei Angriffe, darum... Ich weiß, hier ist zwar nicht wirklich eine Siedlung oder sowas, wir müssen ja noch Urumqi. Aber damit habe ich vielleicht die Möglichkeit, wenigstens was zu reißen. Den würde ich gerne aufwerten. Diese Runde. Ah, so, ja, okay. Das ist viel zu viel hier vorne an der Front. So, mach mal das. Du kannst nicht mehr vor. Dann gehst du nochmal. Ah? Ich glaube, hier auf der Straße läuft sich besser. Mittlerer Bomber. Ein Stück nach vorne, du hast komplett geflogen, ja. Tauschen wir mal aus. So. Bewegung nach. Hier. Du nach. Hier. Ich brauche theoretisch noch was hier. Okay. Die Frage ist, was ich jetzt damit mache. Ich glaube, ich wollte den hier nach hier bringen, ne? Könnte mir den auch nach da bringen, den auch. Du rückst ein Stück weiter runter. Die Schiene bringt mir nichts. Also muss ich am besten nach hier laufen. Ich kann selbst nicht mal nach hier... Upsala! Ah. Oh, ich muss kurz warten.
So, Ladies, da bin ich wieder. Hab dann sogar doch nochmal die Austaste für die Aufnahme gedrückt. Jetzt habe ich sogar Arbeit damit. Ach, schrecklich. Aber Arbeit geht halt vor, ne? Muss man leider sagen. Ein bisschen Zusatzarbeit nenne ich es jetzt mal. Für ein bisschen Cash in die Tasche. Aber ganz legal, also das war jetzt nichts, ne? Ihr wisst, was ich meine. War im Prinzip mein Arbeitgeber. So, jetzt bin ich komplett durcheinander. Aber wenn man nicht halt das Handy auf lautlos stellt, dann ist man selber schuld, wenn sowas passiert. Ich überlege jetzt gerade. Will ich Russland direkt schon angreifen? Eigentlich macht es Sinn. Weil das, was er hier hat, hält mich nicht auf. Das, was der hier hat, hält mich nicht auf. Und damit kriege ich den dann schneller runtergedrückt. Wisst ihr was? Wir machen das davon abhängig, wie das jetzt mit Moskau läuft. Wenn wir Moskau einnehmen, dann... Obwohl... Eigentlich ist es vollkommen egal. Ich kann das trotzdem machen. So, okay. Japan, Russland, Krieg erklären. Ja. So. Du gehst mal rein. Du gehst mal nach da. Sich bewegt? Tatsächlich. Ah, ich kann ihn absetzen, aber wegen Schnee nicht. Alles klar, deshalb. Gut. Aber dann ist der Russe jetzt noch mehr in Bedrängnis, also passt das eigentlich so oder so. Hervorragend. Ja, hier Tunesien. Ich kann hier nicht mal angreifen. Ich könnte mich nach Oran setzen, aber... Was kostet eine Einheit hier zu kaufen? Algerien. 9. April. Februar. Die könnte mir theoretisch holen, ne? Aber der ist halt nächste Runde hier. Ich könnte das verhindern, indem ich mich hier hinsetze. Mache ich jetzt auch mal, aber... Das holt er trotzdem. Das holt er trotzdem. Na, dann scheiß mal drauf. Algerien ist tot. So, ist eh nicht wichtig. Was wollte ich machen? Gehen wir mal von unten nach oben. Okay, also du... muss weg. Gut. Dann greifen wir hier mal an. Meinetwegen mal so. Das macht eh keinen Sinn. Wir rücken einfach mal rein. Mit Glück, ja, doch nicht. So. Was machen wir mit denen? Die brauchen wir überhaupt nicht mehr hier. Die brauchen wir überhaupt nicht mehr hier. Okay, das wird gerade da schwierig. Dann werden wir mal von hinten rum angreifen. Korb... Ja, mach mal. Die
Artillerie. Die bewegen wir mal nach hier. Warum kann die sich nicht strategisch verlegen? Ich wollte die, glaube ich, nach Moskau bringen. Gut, dann fahren wir nach da, dann können wir die da strategisch verlegen. Du nach da, du wirst mal aufgewertet. Du musst erstmal aufgefrischt werden. Du gehst nach da. Du nach da. Ach, das könnten wir natürlich noch machen. Ha! Jetzt weiß ich, wie wir hier besser reinkommen. So, bombardier mal. Ja, das macht einfach Sinn. Diese Runde doch nochmal hier die Aufwertungen durchzuführen. Anstelle zu bombardieren, dann machen wir mal so, dann passt das auch, alles klar. So, machen wir einen Schaden, das ist doch schon mal irgendwas. Na gut. Dann lassen wir das. Die hier könnten wir verlegen, ne? Auf den hier. Weil das hier unten ist jetzt nicht wirklich interessant einzunehmen. Und wenn wir Moskau haben, ist das auch alles gelatscht. Gut, dann gucken wir uns jetzt erstmal den entscheidenden Punkt hier an. Moskau. Kriege ich jetzt nicht in Boni drauf, das anzugreifen? Okay. Dann gehen wir mal reingucken. Also, du bist 6 verschanzt. Machen wir nochmal einen taktischen Bomber. Das war aber vielleicht noch ein Fehler, bevor ich meinen mittleren Bomber eingesetzt habe, weil das ja die Verschanzung reduziert. Weil das ist das, was ich ja will. Bam. Was bist du? Taktischer Bomber. Na gut, dann habe ich beide taktischen Bomber eingesetzt. Dann kann ich eigentlich nur noch den... Ups. Den dann noch weiter reduzieren, aber jetzt müsste das doch eigentlich gehen. Jetzt komme ich ja nicht wieder reingelaufen. Oh. Flip aus. Das passiert, wenn man Winter angreift. Du noch da. 7 müsste auch mal aufgefrischt werden eigentlich. Das passt. Mal nach da, du nach da. Lief jetzt gerade nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Na gut, egal. Du... Machst trotzdem den hier. Natürlich ein bisschen das ärgerlich, der eine Angriff. Okay. Ach wirklich? Dann ist das so, da müssen wir jetzt hier auch nochmal warten. Im Schnee rückt sich einfach nicht gerne voraus. Hier kann ich auch nichts tun.
Zack, zack. Zack, ich meine, ich habe doch U-Boote Stufe 2, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Dann müsstest du mal wieder einen Schritt zur Seite. Oh. Hallo, U-Boot. Schieß mal drauf. Tatsächlich U-Boote 2. Die müssen wir auf jeden Fall mal verbessern. Dich bringen wir mal nach hier. Verbessern wir auch mal und dann ist das pari. Fahren wir nach da oben. Das bleibt da unten. Hier können wir eh nichts tun. Da können wir nichts tun. Ja, wir haben hier diese Rumänen noch rumstehen, ne? Die Frage ist, was machen wir mit den Rumänen? Wir könnten theoretisch da unterstützend wirken. Mache ich auch. Zack. Veräppelst du mich? Spring mal. Ist doch eine durchgehende Verbindung. Hä? Weil Stalingrad beschädigt ist, ne? Oder was? Einen anderen Grund könnte ich mir jetzt gerade nicht so ganz erklären. Egal, so, Deutschland. Wir brauchen noch ein paar Garnisonen. Ah, ich kann keine Garnison mehr holen. Hervorragend. Mal, wir brauchen hier noch was, da noch was. Vielleicht bei Italien. Forschung. Die Jagd, ja, aber da nicht genug Punkte, das haben wir nicht genug Punkte. Komm, Logistik einmal noch, ist okay. Für den haben wir gar nichts im Tacken. Ja, Deutschland. Lotte ist eigentlich recht gut dabei, bis auf du. Dich können wir mal wieder auffrischen. Du fährst mal nach hier. Du nach hier. Du nach da. Dann kann ich euch wieder auch nächste Runde auffrischen. Gibt es was für 300 Punkte, was ich kaufen kann? Theoretisch könnte ich auch hier was unterstützend holen, ne? Oh, oder? Schweren Panzer. Andererseits, was helfen mir schwere Panzer? Ich könnte einen normalen Panzer nochmal holen. Mache ich auch. Sehr schön. So, jetzt habe ich bei den Japanern noch Punkte übrig, aber ich habe echt keine Ahnung, was ich mit denen holen soll. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Gibt jetzt nicht wirklich was, wo ich sage, da haben wir auf jeden Fall einen Mangel. Ja, wir könnten theoretisch noch ein, zwei U-Boote holen, fällt mir gerade auf, ne?
Das könnte man auf jeden Fall machen, um einfach hier diese Schiffe wie das hier oder sowas, falls halt welche kommen sollten, auszuschalten. Andererseits auch Zerstörer könnten wir gebrauchen. Oh ja, okay, Zerstörer. Um die Leute von unserer Küste fernzuhalten, macht durchaus Sinn. Die frischen wir komplett auf. Dir geben wir sogar mal Elite-Status, weil ich einfach die Punkte gerade übrig habe. Argentinien. Ich habe halt nichts davon, wenn Argentinien auf unsere Seite beitritt, also scheiß drauf. Japan feiert die Besetzung von Port Moresby oder wie auch immer. Neuguinea kapituliert, Japan erobert, hervorragend. Gerichte Partisanen stören Versorgung, ja, das war klar. Mhm. Aber bei Kapstadt stehen wir schon so lange. Ach krass, jetzt kann ich sogar auf Stufe 3 U-Boote tecken direkt, also überspringe ich halt den zweiten. Japan kriegt ein Niederländisch-Indien, dass wir das erobert haben, das ist echt wertvoll, ne? Der Rest ist so ein bisschen so nett nebenbei, aber das da, das ist echt wertvoll. Das muss man machen, als Japaner auf jeden Fall. Mit 70 Punkten. Problem ist nur, wenn man jetzt nicht die Seehäute halten könnte. Das wäre auf jeden Fall ein Problem. Okay. Okay. Schlecht. Kein Kontakt. Kein Kontakt. Das war schön. Oh, das ist egal. Ach, wir hätten anstelle die Stadt angreifen können, auch in den Hafen, glaube ich, angreifen können. Oh, das, ja, gut. Es könnte sein, dass er die Truppen jetzt hier nach Japan abgezogen hat, ein bisschen. Russland hat ja nicht mehr so viel. Ah. Hoffentlich bald der Winter vorbei, dann können wir wieder vernünftig arbeiten. Mit dem Vorrücken. Lass wir Moskau befreit haben im Prinzip und dann halt trotzdem da nicht reinkommen. Ich, das ist so zum Mäusemelken. Wir müssen echt diese kleine Provinz hier holen, wo ich mich hier eben rausgezogen habe. Das ist... Aber dafür müsste man am besten sogar diesen Teil hier haben. Naja. Und mir ist gerade aufgefallen... Stimmt, ich hatte letztes Mal festgestellt, wir wollten die Panzer nach hier oben bringen. Ich glaube, ich hatte die extra so hingelegt gehabt, dass ich die gleich verschieben könnte. Oh nein. Wir wollten hier mit den Panzern arbeiten, damit wir da schneller durchkommen. Okay. Na, ich glaube, die Garnison hätte doch noch was gebracht. Der kommt da nicht so schnell voran, wie ich gedacht habe. Vielleicht machen wir das ja auch noch schnell. Ja, jetzt hat das Ding da wieder eingenommen. Aha. Ich hoffe, dass wir dieses Ding hier nächste Runde einfach von hier so bekommen. Dann kann ich den Panzer reinforcen und dann den nächsten jetzt hier weiter nach Wolschow bekommen. Okay, dahin ist das gut. Das ist jetzt schlecht für ihn, weil jetzt, der wird auf jeden Fall versenkt jetzt. Von den zwei U-Booten. Ich schätze mal, so ein Dreierangriff wird das hier werden oder so. Pi mal Daumen.
bin mal gespannt, ob diese Einheit sterben wird, wenn ich die anlanden lasse. Jetzt hat er da was wieder hinverlegt. Oh, Alter, ich... Also müssen wir sie platt machen. Ah, da kommen wir rein. Okay. Oh, Nachschubmangel. Ach, dann brauche ich da gar nicht angreifen. Hervorragend. Polish Korps und Polen Korps, die 27. Armee ist vernichtet worden. Ja, okay. Ach, egal. Das machen wir in der nächsten Folge. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr... ich kann hier eine Truppe hinsetzen. Da mache ich noch. Kann ich noch eins holen? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Thailand? Ja, tatsächlich. Schön. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr freut euch auf die nächste Folge. Wenn wir hier wieder weitermachen mit Strategy Command World War 2, wo wir versuchen, weiter in Russland vorzurücken, was ja auch früher oder später passieren wird, dass wir das schaffen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao.